Ja, liebe Zuschauer von Bercucci.com und Skisprung.tv, wir haben Sepp Kratzer bei uns, der Herr des Materials, der Chef Equipment Control, der weiß genau, wie schwer ist der eine, wie groß ist der andere, Skilänge etc., weiß der hundertprozentig. Sepp, wir wollen mal vielleicht einem Gerücht ein bisschen entgegentreten. Man hört da und dort, dass einige Springer wieder leichter sind und deshalb kürzere Ski springen und das mit der Bindung kompensieren. Kannst du ein bisschen Klarheit in die Szene bringen? Ja, was das Gewicht anlangt, kann ich Klarheit in die Szene bringen. Ich kann es eindeutig widerlegen. Die Athleten sind gegenüber der letzten Saison und gegenüber dem Sommer nicht leichter geworden. Sie verwenden allerdings kürzere Ski, das stimmt. Und warum machen Sie das aus deiner Sicht? Ja, es gibt mehrere Gründe wahrscheinlich, warum man einen kürzeren Ski springt. Es ist ja nicht immer das Optimale, die maximale Skilänge zu springen. Das ist auch von der Form abhängig. Ich kann mir gut vorstellen, dass der ein oder andere Athlet, um schneller in Form zu kommen, einen kürzeren Ski wählt. Kann das sein, dass das Bindungssystem auch dazu beiträgt, sagen wir, den Ski besser zu beherrschen? Auch das kann man nicht ausschließen. Auch das wäre ein Punkt, dass die Athleten eben freiwillig kürzere Ski springen. Also Sepp, auf den Punkt gebracht, vom Material her seht ihr im Moment keine Probleme. Das läuft so, wie es laufen soll. Ja, absolut. Also wir sind sehr, sehr zufrieden. Wir haben bei den ersten drei Weltcups bis jetzt keine Probleme, was das Material betrifft. Und eben Fakt ist, dass die Athleten vom Gewicht her gleich sind wie im letzten Jahr bzw. wie im Sommer. Und bitte mach deinem Namen nicht alle Ehre, Sepp, gnadenlos. Nein, auf keinen Fall. Ich werde mich bemühen. Okay.